Jo, hallo Leute, willkommen zu einem Video von mir. Heute geht's, wie ihr schon oben gesehen habt, um den Five Pipes Tangerine. Tangerine. Ja, lustige OVP. Ja, Mandarine. Nach was hat das Ganze gerochen? Also, es hat mich sofort erinnert, wo ich das erste Mal gerochen habe, an so einen Mandarinenkuchen. Da gab es mal, oder gibt es bestimmt immer noch so eine, ja, so ein bisschen puddingartig und dann Mandarinen drüber. Also sehr, sehr süß nach einer natürlichen Mandarine. Also war auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Ich rauche heute mit dem pinken Glasschlauch von meiner Freundin. Ja, der ist von meiner Freundin, den habe ich mir nicht gekauft in Pink. Mit der Amy Deluxe 630, die seht ihr jetzt nicht ganz, weil ich will jetzt die Amy da jetzt nicht drüben draufstellen auf den Glastisch, sonst wackeln die Kohlen immer oben drauf. Mit dem Hotshot RT vollgeklatscht. Army Setup waren ungefähr 11 Gramm waren ungefähr drin. Und jetzt aktuell gerade mit drei Bambucha Kohlen komplett am Rand. Dann kommen wir erstmal zum Rauch. Rauch ist in Ordnung, ja. Es geht ja mehr um den Geschmack. Und der Geschmack spiegelt sich sowas von wieder. Wie gesagt, schon in dem Mandarinenkuchen, ja. Es ist echt unglaublich, was die ganzen Leute da zusammenmischen. Auf jeden Fall eine leckere, natürliche Mandarine. Ja, also es ist jetzt nicht so, wenn ihr die Mandarinen esst, dass, sag ich mal, so eine leichte spritzige Note rauskommt. Das ist eher eine Mandarine, sag ich mal, die vielleicht, die ihr gestern gekauft habt und jetzt ein, zwei Tage liegt. Aber immer noch auf jeden Fall frisch und natürlich. Gefällt mir echt gut. Echt lecker, auf jeden Fall eine Probierempfehlung mal von mir. Die 10 Gramm Shots von Five Pipes, die kosten 1,99 oder 1,95. Schreibe ich dann unten in die Videobeschreibung hier rein. Genau, und das war's schon. Heute mal ein bisschen kürzeres Video. Nochmal ein kleiner Aufruf an euch. Freitag, der 9. November, kleiner Livestream auf dem Ustream-Link und einen eigenen Chat, wie schon in der Ankündigung gesagt. Würde mich freuen, wenn ihr da zahlreich erscheint. Ja. Und dann freue ich mich auf euch und wir sehen uns morgen im nächsten Review wieder. Oder vielleicht gleich im nächsten, muss ich mal sehen. Bis dahin, haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.